Bei uns gibt es immer Schöne, weil wir auf einem Berg wohnen und weit und breit keine höheren Berge sind, haben wir immer schöne Aussicht über das ganze Baselland und Solothurn und so. Und Richtung Aargau. Einfach nur schön. Okay, hier geht es wieder nach oben. Und da ist, da vorne ist schon Gokstad. Ja, gestern hat Hexe angefangen. Könnt ihr mal reinschauen. Ist richtig genial. Der Mod, der macht richtig, richtig. Werde heute wahrscheinlich wieder aufnehmen. Also kommen des öfters Videos von dem. Natürlich wird hier Regnum nicht weniger öfters kommen. Ich habe Zeit zum Hochladen. Ich kann immer wieder hochladen. Alles gut so. Aber momentan habe ich keine Videos mehr. Ich habe also morgen hochgeladen. Und deshalb muss ich hier mal ein bisschen aufnehmen. Ich lebe ja eigentlich von den Videos. Und ja, wäre dann toll, wenn ihr euch ein bisschen anstrengen könntet für mich. Und dann auch für euch natürlich. Es kommt alles euch noch zugute. Indem ihr einfach die Videos ganz schaut, am besten. Und liked und Kommentar schreibt. Und sie teilt und so weiter. Das hilft vielen auf YouTube. Weil mit YouTube kann man einfach nicht gut Geld verdienen und ja. Deshalb, vor allem für die nichts anderes Geld verdienen, weil sie keine Arbeitsbewilligung haben wie ich, wäre das sehr toll, wenn man sie einfach unterstützen könnte. Und ich unterstütze auch immer wieder Leute, die mich anschreiben. Ihr dürft auch gerne anschreiben, wenn ihr Hilfe braucht. Einfach per PN am besten, damit ihr nicht immer alle aufregt. Und ja, ich lese alles, kommentiere alles, beantworte alles. Für mich ist YouTube wie ein Spielplatz und da kann ich machen, was ich will. Eigentlich ja. Und da mache ich auch viel dafür. Viele Schätze sind hier. Vorher wurde es dunkel und jetzt wird's wieder Ding, Abend. Ja. Ich habe es heute wieder gemerkt, so leichte Sachen wie zum Beispiel Duschen und Kleider anziehen, so sind es extrem schwer für mich mit meinen Krankheiten. Und dann bin ich eben sehr, sehr gerne am Computer, ohne dabei irgendwie süchtig zu werden oder so. Das ist gut an mir. Aber eben trotzdem. Für mich ist es einfach der Horror, wenn ich mal vom PC weg muss, um irgendetwas zu machen, was wichtig ist. Ich kann euch ein bisschen über meine Krankheiten erzählen. Also das eine ist Diabetes, das kennen sicher die meisten. Ich habe leider ein sehr schweres Diabetes, das unheilbar ist. Ja, da produziert der Körper kein Insulin. Insulin ist für die Verdauung von Zucker verantwortlich, also Verdauung. Der Zucker, der vom Verdauten in die Blutadern geht, wird nicht von den Muskeln, die ja Energie brauchen, also Zucker, werden die Muskeln keine
Zucker aufnehmen vom Blut und dadurch gibt es Zuckervergiftungen im Blut. Und das kann den Körper extrem beeinflussen, kann sogar zum Tod führen, wenn man es übertreibt. Und deshalb sollte man eigentlich immer gut auf die Ernährung achten, nicht zu viel Kohlenhydrate essen und so und natürlich Insulin spritzen. Und das ist jetzt, das tönt jetzt wirklich der Horror oder so, aber ist es nicht. Das Schlimme ist eigentlich das Messen, weil die Nadel ein bisschen dicker ist und ein bisschen länger. Nein, länger nicht natürlich, aber sie, man muss es halt dort messen, wo es so gerade weh tut und so. In den Fingerspitzen oder an der Innenfläche der Hand. Ja, und die zweite Krankheit ist das Morbus Addison. Das ist eine Hormonstörung, eine Hormonsuffizienz, eine unterproduzierende Krankheit, die macht, dass ich zu wenig Hormone bekomme. Und ja, und das kann wirklich schlimm ausgehen, weil der Körper braucht sehr viele Hormone und wenn eines gestört wird oder so, dann schlägt das entweder auf die Sinne, auf die Beweglichkeit, auf die Kraft oder sonst irgendetwas und das ist schwer. Also das kann ein paar Sekunden dauern, dann liegt man im Koma und ja. Und diese zwei Krankheiten sind sich recht ähnlich. Es wirkt beides in der Nebenniere und dadurch werden diese zwei eigentlich bei mir gekoppelt und das kann noch fataler auskommen. Deshalb muss ich eigentlich immer wieder Hilfen haben von einer externen Krankenschwester. Bei uns heißt das Spitex. Und die überwachen das Gesamte von mir. Ja. Aber sonst ist eigentlich alles gut. Ich bin jung, ich bin schlank, ich trinke kein Alkohol, rauche nicht. Und ich bin ja sportlich. Ja. Aber eben, viele Sachen sind einfach viel zu schwer für mich. Was für andere Kinderarbeit ist, wirklich ganz leicht ist. Und deshalb, ja, es ist ein Riesenunterschied. Und manche können das halt nicht verstehen, aber ich hoffe und denke auch, dass ihr es versteht. Und ja, könnt ihr mal erzählen, habt ihr auch irgendwelche Krankheiten oder kennt ihr jemanden, der auch so eine schwere Krankheit hat? Und wie geht ihr mit dem um? Was macht ihr so dagegen? Und ja, würde mich sehr interessieren. Ich suche gerade nach Weihnachtsbäumen und Schätzen. Aber es ist leider nichts hier. Wir müssen eine Kiste von Orkmarade holen. Okay. Ja, also ich gehe eigentlich ja recht gut mit der Krankheit um. Ich ignoriere es eigentlich meistens so gut ich kann, ohne dabei fatale Folgen natürlich zu generieren. Also ja, und umgehen. Ich käme halt die ganze Zeit und so, lenke mich damit ab und mache es ja so auch für euch und das macht mich natürlich glücklich. Aber es könnte schon ein bisschen mehr Fans, ich könnte schon ein bisschen mehr Fans haben, aber das ist schwierig momentan. Es ist einfach überfüllt. Es können gar nicht so viele Let's Plays haben, schauen. Und deshalb haben sehr viele Leute einfach mal irgendwie 20 Abos oder so und schaut niemand zu und so. Und die wirklich extrem gut in der Schule sind und so extrem gute Arbeiten haben, die sollten das lieber mal lassen. Damit sie besser in der Schule werden oder solche Sachen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass diese Leute immer langsam frecher werden, immer mehr für die Let's Plays machen, alles voll machen.
ich zum Beispiel hasse diese Intros und diese Thumbnails, alles mögliche. Und diese kilometerlangen Posts und so weiter. Das ist wirklich zu übertrieben. Es liest sowieso niemand und ja. Wie findet ihr das so, wenn so Leute kommen mit extrem viel Geld und so, die besten Mikros kaufen, alles mögliche, um die Besten zu sein und so. Also, ich sage jetzt keine Namen, aber das ist jetzt mal extrem, also richtig egoistisch. Und ja. Und das macht eigentlich die ganze Balance von YouTube kaputt. Und YouTube wird ja nicht besser dadurch, eher schlechter und es hat schon ein bisschen viel negativ. Klar, es ist toll, wenn es noch bessere Videos gibt auf YouTube, aber der Kern existiert einfach nicht mehr. Die reden irgendwas und nichts für übers Let's Play und irgendwie solche Sachen. Machen die ganze Zeit Kinderlein und so weiter, um nur Aufmerksamkeit zu bekommen. Und werden dadurch nicht nur von YouTube bezahlt, sondern von Sponsoren, alles mögliche. Hätte ich das, dann hätte ich wirklich einen Grund, meine Krankheit, zum Forschen meiner Krankheit, also Forschungsgelder geben, damit diese Krankheit weggeht. Und ich dann auch mal einen Grund habe, nicht auf YouTube zu sein und solches, nicht auf dem Server zu sein, alles mögliche. Aber eben, es ist so, der Kreislauf ist seit dem 18. Jahrhundert ungefähr auf der Erde völlig aus dem Ruder gelaufen. Und es werden so viele Leute immer wieder merken, die hatten früher nie an das gedacht und plötzlich Schicksalsschlag und solche Sachen. Ja, und wir haben ein Level Up. Super. Jo. Also, ja, reden wir wieder ein bisschen über Regnum. Wir haben ein Level Up bekommen. Konzentration brauchen wir nicht. Ich behalte einfach die Ringe, die sind nicht so Gewicht. Die haben nicht so ein Gewicht. So, wir trainieren hier. Wegreißen ist jetzt nichts für mich. Waffenschadenbonus, aber wenn ich wegreißen, Skill. 15 Sekunden, 40 Sekunden erholen, ist jetzt nicht so das Gute. Intelligenz brauchen wir auch nicht. Falkenblick, das ist das, was das Gute ist. Da müssen wir hier noch ein bisschen... So, jetzt haben wir ein neues Case, also wir haben da dieses Falkenblick, nein nicht Falkenblick, Apfel war es, Voraussicht, genau. Skill, das ist passiv und Akrobatik, nö. Machen wir mal das hier hin und... Und das reicht. Die anderen sind, glaube ich, passiv gewesen. Da ist auch ein Level Up. Okay. Wir gehen noch zum Bogen, aber der hat wahrscheinlich nichts Besseres. Langsam, langsam, langsam. Ja. Wir schauen mal. Wir könnten mal nach Hopstadt gehen. Dort hat es auch neue Quests. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich im 8. wieder ein bisschen Geld bekomme, ob ich dann ein Supporter-Pack kaufe nochmal. Es ist sehr teuer, ich weiß, aber irgendwie
möchte ich das Schlacht, was schon für diesen Charakter auch haben. Vor allem um das geht es. 45er Schriftrolle brauchen wir jetzt nicht mehr. Also hätten wir das eigentlich im Inventar und können es nicht einsetzen. Ja, vielleicht für ein paar Level dann. Weil jetzt, was ist jetzt der vierte? Oder der dritte, keine Ahnung. Und bis zum achten habe ich eigentlich schon hoffentlich 5 Level gemacht. 15 Level. Bringt das was? Mal überlegen. Weil für den Magier, ich mag ihn einfach nicht so. Vor allem brauche ich viel bessere Items, weil die Stäbe nicht den Magieschaden erhöhen. Außer durch die Bonis dann. Und ich habe eben noch keine Bonis, so richtig gute Bonis auf den Stäben, damit es sich lohnt. Es ist wirklich irgendwie ganz blöd gemacht. Zuerst mal so teuer, dann kann man diese Sachen gar nicht tauschen über die Charakter. Und wenn da mal ein Ding schlacht, was wollte, kann man die anderen nicht einem anderen Charakter durch das Pack geben. Sonst hat der ja das Schlachtross. Und ja, mal schauen. Also es ist es ist ein bisschen blöd. Aber es ist alles so teuer, so eben übertrieben teuer. Ich verstehe es nicht. Man kauft einen minimalsten Teil von einem Spiel für einen Gesamtspielpreis. Das ist eine übertriebene Frechheit. Dann kauft es auch niemand. Ich habe jetzt einen gesehen, der das Pack auch, also gehört von dem jemanden, der das Pack auch gekauft hat. Einen von ungefähr 100 Leuten, die ich hier im Chat und in Skype und im Forum anschreibe und solche Sachen. Ja, es ist komisch, also. Die Entwickler machen damit ihr eigenes Grab. Wenn es günstiger wäre, wenn man ein Pferd vielleicht für 5 Euro kaufen könnte, ja. Aber es kostet 15 Euro und andere kosten sogar 45 Euro. Das ist übertrieben. 5 Euro würde ich ja gern ausgeben. Aber es gibt nicht viel. Ja, okay. Es gibt ungefähr 4 Pferde, die unter 5 Euro sind. Das ist. Die sind aber alle so. Da meine ich jetzt nicht die Landespferde und so, sondern wo richtigen anderen Skin haben. Und das ist übertrieben und nur wegen der Schönheit mehr zu zahlen. Ne. Ne. Auch Kostüm und so, für was? Geht doch kein Geld für Kostüm aus. Das ist mal völlig ballaballa. Wir gehen mal hier rund. Ich weiß jetzt nicht, wir haben 1920 Leben und viel Mana. Ob ich jetzt mal wieder diesen Skill, wo man Leben und Mana verliert, ein bisschen skillen sollte. Vielleicht im nächsten Level dann. Hoffentlich haben wir dann genug Skillpunkte wieder. Ja, mal schauen im nächsten Level. Da hinten ist irgendwie nie etwas los. Das ist so komisch. Ich glaube, ich gehe nicht mehr hier hin. Wir
könnten mal rausgehen und schauen, ob viele Felsen dort hinter der Mauer sind. Das ist doch wieder eine Stelle, wo nicht viele Leute durchgehen. Kann man die hier auch rein? Cool. Ja. So. Und ab Level 30 probiere ich mal ein bisschen mitzulaufen. Oh, hier schon ein Stein. Einfach mal so spaßeshalber mitzulaufen. Aber jetzt lohnt es sich einfach nicht. Und ich könnte es mal machen. Irgendwie könnte ich es mal machen. Einfach mal so just for fun. Einfach ein bisschen weiter weg sein. Ich mach's mal. Ich sammle mich mal beim Bind. Beim Bindpunkt. Und dann gehen wir einfach mal in eine Gruppe weiter. Wir gehen mal hier oben durch. Aber wir werden wahrscheinlich sehr auffällig sein mit dieser Lederrüstung. Aber ihr habt es gewünscht und ich mach's jetzt mal. Ich will allen User so gut wie möglich die Wünsche erfüllen. Und ja. Deshalb werde ich mal diesen Wunsch nachgehen. Wir müssen einfach hier runter. Und da sind wir schon beim Bind. Mal schauen. Da, ja. Einfach mal so just for fun. Ach, wenn wir sterben, ist doch egal. Wir haben jetzt auch eine gute Reichweite durch das Passiv. Und ja. Einfach mal schauen. Ob hier überhaupt Leute sind. Das ist, glaube ich, weiter unten.